Herzlich willkommen zurück hier zu Outland. Beim letzten Mal habe ich euch versprochen, das hier zu aktivieren und ich bin gespannt, was es tut. Es macht Kopfweh, was aus. Vor 30.000 Jahren. Fall back through time. Become the ancient hero. Let his spirit, dark and light, arm you in this final battle. In this final battle. Ist das eine Vorschau auf den Endbosskampf sozusagen, oder wie? Warum bin ich plötzlich rot? Das hier ist die Karte. Ach, guck mal. Ich kann zwischen Blau und Rot hin und her wechseln. Aber was bringt mir das? Rot gefällt mir irgendwie besser. Meine helle oder dunkle Energie oder meinen Geist zu benutzen oder zu kanalisieren ermöglicht mir Dinge, die mit diesem Geist übereinstimmen, sozusagen zu benutzen und dessen Energien zu widerstehen. Ach so, verstehe. Heißt das, dass hier tut mir keinen Schaden. Und wenn ich rot bin, tut mir das keinen Schaden. Ah, ja, genau. Das ist das, was ich, glaube ich, meinte mit Elemente wie Aeron. Es gibt quasi zwei Ebenen hier, rot und blau. Und es ist hier aber viel intelligenter eingesetzt. So, und außerdem kann ich Gegner, die andersfarbig sind als ich, den kann ich Schaden zufügen. Also gleichfarbig nicht, aber andersfarbig. Ja, so ist das. Das heißt, wenn ich jetzt da hoch... Genau! Siehst du mal. Aber das funktioniert jetzt leider nicht. Da muss ich jetzt erst wieder hoch werden. Ah, und wieder... Sehr cool. Gefällt mir. Und hier, ne, falle ich durch. Da kann ich drauf stehen. Ja, das erklärt natürlich, warum ich vorhin, also in der ersten Folge, nicht vorhin, warum ich da... Ach, warte mal, ich muss da hoch. Warum ich da diese blauen Dinge nicht benutzen konnte. Weil ich nicht blau war, ich war ja gelb. Das kann ich auch zerstören. Ach so, ich dachte, ich muss hier hoch. Das sieht so aus wie in die richtige Richtung. Aber ist ja nur... Autsch, das war zu viel. Ne, ich wollte eigentlich ja nur zeigen, dass ich da auch nicht Schaden kriege und nicht komplett unverwundbar bin oder so. Ich denke, ich cheate hier. Würde ich ja nicht tun. Niemals. Moment, das passt. Ah ja, das passt. So. Das ist jetzt egal, weil ich bin unverwundbar gegen Rot. Das ist hier egal, weil ich unverwundbar bin gegen Blau. Interessant finde ich nur die Frage, wie komme ich da... Achso, ja, natürlich. Ich darf halt erst in der Luft wechseln. So, was ist das? Das sieht aus, als könnte ich da... Achso, das ist hier ein Hotel. Ach ja. Na, vielleicht nicht ganz. Ein Tor. Wie ihr seht, ein großes Tor. Das Licht leitet mich rechts. Gegner, wow! Haha, siehst du mal, reagiert, ne? Auf Wiedersehen. Okay, das Herz lasse ich mal lieber liegen. Das sieht gerade aus, als würde es hier ein bisschen schwieriger werden. Irgendwie zu diesem blauen Teil, das da aktiv ist, gibt es noch mehrere rote Teile da oben. Ich fürchte. Ah, das sind Stacheln, die habe ich nicht gesehen. Ich depp. Ich fürchte mal, die geht irgendwie noch bald an oder so. Keine Ahnung. Kann ich eigentlich Checkpoints auch zerstören? Nö. So, wie war das mit den Dingern? Draufhauen. Ah, okay. Über den Boden sliden geht auch. Ja, jetzt sind die roten Dinge an und ich muss natürlich nochmal rückwärts dadurch. Ja, das war ja irgendwie klar.
Ey, ich bin doch so blöd, oder? Da muss ich, glaube ich, echt besser aufpassen. Immerhin, ich glaube, den Mist da oben kann ich umgehen, indem ich hier unten rumlaufe, oder? Vielleicht ist gerade so, ja. Oder gibt es hier irgendwas Tolles? Ich sehe nicht, dass es hier was Tolles gäbe. Komm ich da irgendwie hoch? Nö, kann ich nicht. Der hält sich da noch nicht mal fest. Wahrscheinlich, weil es zu steil ist oder zu schräg. Okay. Die Schwestern. Okay, ist das jetzt der Endboss oder wie? Weil die Schwestern waren ja im Intro diejenigen, die die Welt erschaffen haben oder geholfen haben, die Welt zu erschaffen. Und sie soll wieder zerstören wollen und dann gibt es wohl irgendeinen Held, der das verhindern will und so wie es aussieht, bin ich das. Oder zumindest erlebe ich gerade das damals. Oder hält sich halt aus wie ich. Eigentlich ein Spiel ohne die Rückblende. Ja, ne? Dann ist das hier wohl der Endboss. Ach so, okay. Geister mich wieder verlassen. Och nein. The hero's journey ended. Ancient spirits release their grasp and you awake just a man. Surely it was a dream. Na, ob das nur ein Traum war. Ich glaub's ja nicht, aber ich kann jedenfalls meine Farbe hier nicht mehr wechseln. Und den Teleportationsskill habe ich auch noch nicht. Okay. Level Map. Ja, die kenne ich doch schon. Hier brauche ich den Dark Spirit. Wie gesagt, ich kann meinen Spirit nicht wechseln oder auswählen. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Wände, die ich einhauen kann, aber komme ich da runter? Ich kann ja immer. Nee, das klappt leider nicht. Schade. Das ist ein Tor, oder? Oh Mann! Es gibt so viel in dem Level und ich kann nichts tun. Das ist doch unglaublich. Das ist doch fies. Das ist doch hinterhältig. Ah, da oben geht's auch weiter. Da war, glaube ich, die blaue Plattform, die da links oben hochgefahren ist. Dafür brauche ich wohl dann den blauen Spirit. Na gut, gehe ich erstmal in den Dschungel und lass meinen Frust irgendwie aus oder so. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Ah, und guck mal, ich bin wieder runter auf 3 Herzen. Vorhin als Vergangenheitskrieger hatte ich, glaube ich, 6 oder so oder 7. 5? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Mehr jedenfalls. Mehr als 3. Und mehr als 4. So, ich will jetzt nicht ständig hier wieder runter, um das Geld zu holen. So, wo muss ich denn hin? Da ist doch gar nichts, ne? Genau. Uah! Wenn ich ja eh nicht mehr zurückkomme. Ich dachte, das wäre hier so eine Abzweigung. Gabelung. Brauche ich das Herz ja auch nicht liegen zu lassen. Das dauert mir zu lange. Ich gehe runter. Was kann schon schief gehen? Sag ich doch. Hier geht doch nichts schief. Ich kann das doch. Hey, mein Geld. Und da draufhauen. Und was passiert dann? Ah, dann geht das Tor hier auf. Cool. Ja. Schönes Spiel. Finde ich. Ist auch grafisch deutlich anspruchsvoller als zum Beispiel Eron oder... Ja, ich weiß nicht. Also es gefällt mir persönlich so ein bisschen grafisch besser als die letzten paar Plattformen, die ich gespielt habe. Wenn gleich ich dem ganzen spirituellen Getöns ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Aber gut. Was ist das? Moment. Das ist doch keine Wand, oder? Ach, guck mal, da kann ich rein. Hey, Geld! Geld! Ich will Geld. Moment. Mal her. Nicht, dass das Geld darunter fällt.
Und ich wusste natürlich, dass da ein Herz drin ist. Mhm. Denn sonst hätte ich ja den Schaden nicht genommen. Bin ja nicht blöd. Wie komme ich da hoch? Nee, das wird so nichts. Da hält er sich wieder nicht fest. Mann, wie komme ich da hoch? Ah, von oben kann ich da runterfallen, okay. Edge. Nicht getroffen. Da reicht deine Reichweite nicht. So, hier müsste das dann sein. Genau. Nummer 5 von 42. Und ich frage mich, warum es... genau 42 sind. Hier hat doch gerade was geblinkt, oder? Da links oben? Oder war das wegen dem Teil, das ich mir da geholt habe? Ob es wohl genau 42 sind, weil... weiß ich nicht, ne? Universum und so? Keine Ahnung. Könnte ja sein. Vielleicht haben aber die Entwickler am Ende des der Entwicklung auch einfach Orte gesucht, wo sie die Dinger gut verstecken können. Und es waren zufällig genau 42. Ja, nein! Das war nicht gut. Okay, wie komme ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. Guck mal, ich kann auch hier... Ah, guck mal. Da fehlen mir also noch 9 Skills. Noch 9 verschiedene Fähigkeiten. Ich habe 5 von 208 Geldvasen aufgemacht. Ich habe ein Zeichen der Götter. Okay. Cool. Ganz viele Stats. Gefällt mir. Muss ich mir irgendwann mal in Ruhe anschauen. Mit Money Vars, diese Geldvasen, sind es die großen. 1 von 4 in diesem Level. Und jetzt 2 von 4. Ja, genau. Die heißen also Geldvasen. Okay. Hep, nein. Sag mal. Das ist irgendwie nicht ganz einheitlich, die Steuerung. Oder zumindest an den Kanten ist es nicht wirklich möglich, sich festzuhalten. Also an einer glatten Fläche kann ich mich festhalten und dann wegspringen. Aber wenn ich mich an der Kante halte und dann springe, dann klettert er einfach hoch. Finde ich jetzt ja eher nicht so gut. Könnte irgendwann noch ein bisschen ätzend werden. Womit will ich denn hier runter? Ja klar, ist eine Sackgasse. Will ich erforschen, natürlich. Außerdem ist hier Geld. Geld ist gut, wie wir alle wissen, ne? Apropos Geld. Ne? Er braucht schon Leben, wenn er Geld hat. Oder wie war das? Wobei letzten Endes Arbeiten ja auch nichts anderes ist, ne? Man gibt Lebenszeit her und kriegt dafür Geld. Also eigentlich ist das ja gar nicht mal so unphilosophisch hier. So, das bisschen Geld lasse ich mal liegen. Ich habe keinen Bock, hier ständig wieder hochzulaufen für die paar Peanuts. Ich hoffe jedenfalls mal, dass es Peanuts sind. Und nicht, dass ich irgendwie jeden Cent am Ende wirklich brauche oder so. Ah, das war ja großartig. Moment, was ist das? Das sieht so aus wie ein Herz. Was passiert hier? Ah, ich kann 15.000 spenden. Und dann kriege ich ein Lebenspunkt mehr. Ah, siehst du mal. Für dieses Geld kann ich mir also Lebensupgrades kaufen. Das ist gut. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich dann wieder hoch? Ja, ich glaube schon. Dann will ich doch zuerst mal... Ach so. Moment. Ich muss da runter. Ich will da runter. Ah. Ich will da gar nicht mehr hoch. Okay. Ich dachte, das geht hier weiter. Habe ich mich ein bisschen getäuscht. So, ab nach unten. Hier ist noch eine Vase. Hier ein bisschen Geld. Und dann... Ach ja, richtig. Da war ich ja vorhin schon. Ne? Hui. Was gibt's denn hier Tolles? Zum Glück gibt's hier so eine kleine Unverwundbarkeitsphase, nachdem man getroffen wurde, ey. Gemein.
Irgendwie gefällt mir das Leid. So auf dem Boden lang so. Ja, das gefällt mir. So, Leben brauche ich ja nicht mehr. Hier ist der Level zu Ende, also schnappe ich mir das Geld. Das sollte, glaube ich, jeder einsehen, warum ich das tue. Und ansonsten, hier hat gerade das Spiel gespeichert, hat es gesagt. Von daher würde ich mal sagen, das ist doch optimal, um diese Folge hier zu beenden, nicht wahr? Also dann, Blödsinn. Nicht also dann, sondern, wow, cool. Wenn man so auf den Abgrund hinläuft und dann... Ist ja lustig. Guck mal, wenn man da so hinläuft und gerade so stehen bleibt, dann wackelt der da so vor und guckt da so runter, als ob es gerade knapp gewesen wäre. Ja, war es ja auch, ne? Lustig. Na gut. Aber was soll's. Bevor ich den Level hier jetzt mache... wow, was ist das? Warum funktioniert das hier? Hä? Leider reicht es nicht, um hochzukommen. Schade. Von hier? Nee, von hier auch nicht. Von hier komme ich nicht hoch. Schade, schade, schade. Ob man da aber irgendwas mitmachen kann. An einer Wand hochhangeln geht leider nicht. Ich kann nicht in der Luft irgendwie umdrehen oder so. Ich kann noch ein bisschen bremsen. Naja, was soll's. Komm, ich langweile euch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und dann machen wir diesen Level hier. Das sieht doch großartig aus, oder? Bis dahin. Auf Wiedersehen.